Moin moin Leute, willkommen bei Teil 99 beim nächsten Fortnite News. Wir haben die Patch Notes bekommen für das Update 3.6. Der Tweet wurde gerade vor 2 Minuten rausgebracht und ja, ich wollte ihn euch gerne zeigen. Und ja, heute ist Dienstag, ich weiß, aber die Klammergranate oder Haftgranate, wie immer ihr wollt, die kommt heute schon raus. Also, es ist jetzt Downtime. Also, welcome. Also, ich werde es für euch übersetzen, logischerweise. Ins Deutsche. Welcome, Version 3.6 introduces Quality of Life Improvements to Battle Royale, Adjustments to the Minigun, and the debut of the latest Gameplay Item Klinger. Also, die werden die Minigun ein bisschen bearbeiten. Und, die vorstellen natürlich neue Haftgranate hier unten. You can be sure it'll get you out of almost any sticky situation. How will you use it? Also, du kannst dir sicher sein, dass du aus jeder kniffligen Situation mit dieser Granate rauskommst. Nur die Frage ist halt, wie du sie benutzt. Und dann wird es noch einen Noble Launcher geben, aber das in Save the World, in Rette die Welt Modus, nicht in Fortnite. Also hier. Stick it to your enemies and score the victory royal. Find this new grenade in floor loot, supply drops, supply llamas and treasure chests. Das heißt, du kannst diese Klammergranate oder Haftgranate auf dem Boden finden. Also Bodenloot. Dann kannst du es in Llamas finden, in Airdrops oder in Kästen. Also ganz normal wie jedes Ding. Das ist ein Noble Launcher, aber das ist für Rette die Welt. Ja, das ist so eine Schock-Maschine. Für die Leute, die es interessiert, die Rette die Welt haben. Das ist so eine Schock-Bombe oder keine Ahnung, wie das jetzt ist. Aber auf jeden Fall ist es schon was mit Schocken. Okay, das ist General, dann Bugfixes. Dass Metalltüren keinen Sound machen, wenn man sie zumacht. Das wurde gefixt. Okay, das ist nichts. Okay, hier die Weapons und Items. Hier ist also die Haftgranate, Klingergranate, wie heute. Also die Statistiken. Die Seltenheit ist ungewöhnlich, also hatte ich doch nicht recht. Es gibt nur ungewöhnlich. Also es ist wirklich ziemlich schnell zu finden, wie eine normale Granate. Wie gesagt, Location. Wo man es finden kann, ist auf dem Boden, Airdrops, Llamas und Kisten. Da hatte ich recht, es explodiert automatisch und es explodiert nach 2,5 Sekunden automatisch. Spielerschaden gibt es 100, gebaute Schaden gibt es 200, Radius ist One Teil. Du kannst Maximum 10 Stück mitnehmen. Und wenn du welche findest, hast du sofort 3 Stück. Ja, schmeiß das zu einem Gegner und warte auf die Explosion nach einer kurzen Zeit. Es wird nicht in der Luft explodieren. Also, wie hoch ihr es wirft, es erst wenn es landet, dann 2,5 Sekunden und es explodiert. Es kann nicht in der Luft explodieren wie Granaten. Es muss irgendwo haften. Wie gesagt, kann überall kleben bleiben oder auch beim Spieler. Reducing changes of landing. Ja, das mit den Kistenexplosionen, das wird auf 40% sein. Mehr oder weniger. Das ist jetzt diese Pfeil hier, mehr oder weniger. Also die Minigun Adjustments. 10% mehr Accuracy, also mehr Zielgenauigkeit. 10% weniger Recoil, also die Waffe ist jetzt stabiler, wenn du gerade schießt. Ist hier wackelt nicht mehr rum um 10%. Und ist ein bisschen stärker geworden. Die Waffe statt 16 Schaden, 17 Schaden, wird jetzt zu 18, 19 Schaden. Sniper und Pfeil und Bogen. Die Hit-Registration ist besser für längere Distanz. Dann hier Portafort, das ist ja die Taschenfestung. Du kriegst keinen hohen Schaden, wenn du davon aus Versehen runterfällst.
Komporte Forte wird dort angezeigt, wenn es, wenn du es zu hoch zielst. Also die Granate selbst. Es wurde gefixt, dass man, wenn man, dass man die Taschen feste schweißt, dass man sich da, ein Downspieler sich da verstecken kann. Submachine Gun, das wurde gefixt, dass das beim Nachladen irgendwie nicht nachgeladen hat. Das ist nicht interessant. Von den Rocket Launchern, also Raketenwerfer, wurde manchmal nicht angezeigt, dass du Schaden gemacht hast. Das wurde gefixt. Gameplay. Ich sag euch, wie gesagt, nur die interessantesten Sachen, Leute. Wie gesagt, wenn, könnt ihr pausieren, das selber lesen. Also hier ist hier Supply Drop, Balloon. Bei Solo wird es 500 sein, bei Duo 750 und bei Squad 1250. Also das Jam ist wirklich so untergeschraubt, weil sonst war es immer 1500, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt die Supply Drops sind doppelt so hoch im Himmel, aber fallen doppelt so schnell runter. Ich gucke nochmal ganz schnell, Leute, aber so. Ne, so. Dann kommt Save the World. Das war's davon. Also, das waren die wichtigsten Sachen, die ich euch jetzt gesagt habe, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Daumen nach oben, abonniert, damit ihr nichts mehr verpassen könnt. Aktiviert die Glocke. Haut rein, Leute. Euer Italiano. Ciao, ciao.